Herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dingispül. Heute mal eine kleine andere Location, direkt aus dem Wohnmobil raus. Das ist ein Kundenfahrzeug. Und hier haben wir einen Umbau gemacht, sukzessive Stück für Stück, dass das Fahrzeug komplett gasfrei ist. Wir haben auch alle Gasleitungen raus. Den Gaskasten haben wir umgemünzt in ein Staufach. Und der Kunde hat jetzt hier ein komplett gasfreies Auto. Was war dafür notwendig? Wir haben die Heizung umändern müssen, weil es war eine Druma-Heizung mit Gas verbaut. Die haben wir verändert und haben eine Dieselheizung montiert. Wir haben einen Kühlschrank umgebaut. Es war vorher ein Absauberkühlschrank drin. Wir haben einen Kompressorkühlschrank reingebaut. Das sind ja schon mal die zwei Hauptmerkmale, was mit Gas funktioniert. Und zu guter Letzt natürlich dann noch das Kochfeld. Und sukzessive wollte ich euch jetzt mal mitnehmen, was wir alles gemacht haben, wie wir das gemacht haben. Gut, die Druma-Heizung habe ich schon oft genug in Videos gezeigt. Und was für Akkus da nötig sind und so weiter und so fort. Und da gehen wir mal ganz langsam durch das Auto und ich zeige euch mal Stück für Stück, wie wir das umgesetzt haben. Eins nur von weg. Ich habe immer wieder viele, viele Anfragen. Ich möchte gasfrei werden. Tolle Idee, ist auch verständlich, kommt immer wegen drauf an, wo man hinfährt. Skandinavien, verstehe ich das total, ist natürlich auch ein bisschen schwierig in Skandinavien, weil da haben wir die Problematik, dass wir schwer Gas kriegen. Gastank wäre eine Alternative für LPG-Gas. Gut, kann man machen. Oder viele rüsten auf Gastankflaschen um, was immer nur so ein bisschen ein kleines umstrittenes Thema ist. Da ist noch nicht ganz raus, wie und was das letztlich wirklich bedeutet. Gastankflasche, Genehmigungen, TÜV etc. Also da muss man erst mal nur abwarten. Aber jetzt mal weg von der ganzen Geschichte. Wenn jemand den Wunsch hat, muss man sich natürlich darüber im Klaren sein. Induktion kochen ist natürlich schon ein Bollermann. Das kostet Energie, das kostet Strom und da müssen wir natürlich schon entsprechend den Lithiumhaushalt vorsehen, damit Speicher genügend da ist und der Speicher muss natürlich auch wieder gefüllt werden. Also das heißt, wir brauchen eine anständige Kondition an Batterien plus eine anständige Solarabdeckung, damit wir die auch wieder voll kriegen. Dann kann man ohne Probleme auf Induktion umsteigen. Und das Ganze haben wir hier auch gemacht in dem Fahrzeug, das haben wir hier vorgesehen. Und der Wunsch war, dass der Kunde auch 2 Tage grob autark steht. Man muss natürlich auch abfragen, wie kocht der Kunde. Weil wenn er natürlich, jetzt übertreibe ich natürlich, aber einen Schweinsbraten macht und Kartoffeln und Klöß und weiß der Teufel was, wo der Herd wirklich eine Stunde am Brodeln ist, mit 2.500 Watt ungefähr, dann kostet es schon richtig Kraft. Wenn er aber natürlich nur mal Spaghetti macht, Schinkennudeln oder solche Kleinigkeiten, dann ist das schon wieder eine ganz andere Nummer. Klar, wer kocht schon groß auf? Ihr werdet euch wundern. Es gibt viele Leute, die kochen auch richtig groß auf im Wohnmobil. Also alles kann man tun. Und das muss man alles errechnen, berücksichtigen und dann mal so einen Energieplan aufstellen, wo man sagt, was ist denn dann der Energiehaushalt, sprich Speicherkapazität, was du brauchst. Und wie gesagt, bei dem Kunden haben wir das umgesetzt und jetzt höre ich mal grob das Labern auf und wir schauen uns das mal Stück für Stück einfach an. So, und jetzt blenden wir mal über auf den Energiekasten. Hier haben wir den Wechselrichter, sprich die Kombi, die natürlich dafür notwendig ist, ein Induktionskochfeld zu betreiben. Eine 2000er Kombi in dem Fall mit / 100 Ampere Ladestrom. Ist natürlich auch wirklich nötig, weil da brauchen wir natürlich richtig Power. Die WCS-Kombi hat den Vorteil, die schaltet auch nicht glatt bei 2000 ab. Das ist ein Riesenthema. Da kann man auch richtig Power dranhängen. Auf der rechten Seite sehen wir dann hier die ganze Verkabelung dementsprechend. Dann haben wir natürlich noch Ladebooster verbaut, Sicherungen verbaut und da auf der anderen Seite, da gehen wir jetzt mal langsam rüber, die ganze Energiegeschichte, das ganze Energiepaket, die ganze Verkabelung
Musste mal ein bisschen umstricken, war alles ein wenig, ja, nicht ganz so einfach, ein bisschen komplex. Und die 2000 Watt, wo wir dafür brauchen, müssen natürlich auch gespeichert werden. Also sprich, wir brauchen natürlich auch ein kleines Lithium-Paket dazu. Die haben wir hier reingezaubert. Da nochmal der Ladebooster mit der ganzen Verkabelung. Ein separater FI darf natürlich nicht fehlen für die ganze Geschichte. Und hier jetzt die ganzen Energiebündel, die Lithium-Batterien. Das sind dreimal 155 Amperestunden. Das sind 465 Amperestunden, wo wir hier zur Verfügung haben. Kommt natürlich immer darauf an, wie viel das man kocht. Ja, es geht. Man muss sich ja vorstellen, wenn man mit 1000 Watt unterwegs ist, ziehen wir aus so einem Akku 100 Ampere. Also wenn man da eine halbe Stunde kocht, geht schon echt Energie raus. Und das ist natürlich auch wirklich nötig. Dann haben wir hier nur die ganzen Sicherungen, Verteiler, alles umgestrickt, FI, den Elektroblock umgebaut. Also alles effizienter gestaltet, dass wir alles unterkriegen. Die ganzen Glissana-Sicherungen, Booster-Sicherungen und noch die ganzen anderen Sicherungen, alles verbaut. Gut zugänglich natürlich, damit man die auch ohne Probleme austauschen kann. Ist natürlich immer zwingend notwendig, weil kann ja trotzdem mal was sein. So, und jetzt schauen wir uns noch den Kühlschrank an. Den haben wir ja auch verändert. Hier war ein Absorberkühlschrank drin, natürlich mit Gas, ganz klar, sagt ja schon der Name. Der Kunde hat auch hier natürlich einen Kompressorkühlschrank dann gebraucht, wenn wir gasfrei wollen. Den mussten wir hier anpassen. Hier hat der Kunde noch ein Fach dazu gewollt. Das Fach ist original, nicht vorhanden. Das haben wir gebaut. Der Kunde hat noch ein Türchen mitgebracht, sprich ein Material. Das haben wir alles zugeschnitten, Kanten drauf gemacht, Beschlag eingesetzt. Unterboden, neuen Konstruktionsboden für den Kühlschrank. Sieht echt klasse aus. Also es sieht fast aus wie original. Und das finde ich schon klasse. Aber es ist natürlich eine Heidenarbeit, weil das Fach muss richtig angepasst werden. Wir müssen gucken, dass der Kühlschrank richtig Luft kriegt. Der Kompressor braucht richtig Luft. Nützt nichts, wenn wir einfach einen Kühlschrank da reinbauen, beidseitig zu öffnen, der dann letztlich nicht richtig funktioniert, weil er keine Luft kriegt. Also hier muss man für Zuluft, für Abluft sorgen, hinten den Schacht, Konstruktionsboden reinmachen. Also das ist schon, ja, da hat der Jochen ganze Schreinerarbeit geleistet. Ist echt eine tolle Geschichte und ist super schön geworden. Also finde ich echt wie Serie. Ja, und zu guter Letzt haben wir hier unser Induktionskochfeld. Hat hier gut reingepasst. Das Gasfeld haben wir entfernt. Die ganzen Gasleitungen haben wir rausgemacht und haben natürlich hier das Induktionskochfeld reingesetzt. Super geil, schaut super aus, funktioniert hervorragend und macht natürlich schon Spaß. Ist natürlich optisch schon ein schöner Hingucker, muss man ganz ehrlich sagen. Schaut klasse aus. Und das funktioniert natürlich eindeutig, einwandfrei. Wir schalten jetzt hier oben einfach den Wechselrichter ein. Da macht es klack, 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 klack. Da müssen wir jetzt warten, bis die ganze Soße auf grün steht. Plaff, jetzt ist er da. Wir haben 230 Volt zur Verfügung. Ich habe jetzt keinen Topf, aber jetzt können wir dann natürlich auch die ganze klack, klack, dauert immer ein bisschen, einschalten und schon funktioniert es. Ne? Also das ist eine tolle Sache. Jetzt kann ich das Kochfeld auswählen und kann hier natürlich mit Touch plus minus, ihr seht es, dementsprechend einstellen und kann rein theoretisch loskochen. Machen wir wieder aus, weil wir es jetzt nicht brauchen. Aber echt eine tolle Geschichte. So ist das ganze Auto sukzessive gasfrei geworden, weil hier haben wir noch die Truma verbaut, die Dieseltruma. Das haben wir schon im ersten Schritt gemacht, dass das Auto vorbereitet wurde auf komplett gasfrei. Ich finde es richtig klasse, den Umbau. Und jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz außen das Fach an, was wir aus dem Gasfach gemacht haben, damit ihr seht, dass da natürlich auch noch ein riesen Stauraum entstanden ist. So, hier schaut man jetzt in das Gasfach. Wenn wir hier drunter gucken, sehen wir noch den Stöpsel. Hier die Hauptleitung von unten natürlich durchgeht. Hier haben wir jetzt aber einen festen Einlegeboden montiert und hier unten kann man auch noch aufmachen. Somit hat der Kunde natürlich jetzt hier unten so ein kleines Schmutzfängerfach,
wo man ja, Schuhe oder sonstiges nasse Sachen lagern kann. Und oben drüber dann natürlich noch ein schönes abgedichtetes Fach, wo man dementsprechend auch viel, viel Stauraum hat. Für alles Mögliche, was da reinpasst. Also macht natürlich schon Sinn, so dann um zu rüsten, wenn man gasfrei ist, gewinnt man natürlich auch Ellen Stauraum. Also ist natürlich schon auch hier gehend eine tolle Sache, auch Gewichtsersparnis, weil man natürlich die zwei Gasflaschen definitiv nicht mehr als Gewicht rumschleppen und so auch ein bisschen leichter geworden sind. Also alles in allem echt eine tolle Geschichte. Und einen kleinen Blick noch rüber auf die Heizung. In dem Fall war das eine relativ einfache Geschichte. Und dann habt ihr auch dieses ohne Probleme gesehen. So, hier ist die Heizung verbaut. Hier steht jetzt Kombi D. War vorher eine Gasleitung. Hier sehen wir noch die Gasleitung, die ist hier noch drin. Da haben wir es natürlich nicht ganz rausgebracht. Die läuft dann noch da hinten, weil das ist ein bisschen viel Eck, wenn wir alles rausreißen wollen. Darum haben wir die drin gelassen. Die ist fixiert und hier haben wir dann dementsprechend die Gasheizung, die Dieselheizung verbaut. Hier kommt man in dem Fall natürlich relativ einfach hin. Das ist eine tolle Geschichte. Und ja, somit ist jetzt das Auto zu 100%ig gasfrei. Ja, gasfrei. Ein Riesenthema, trotz alledem. Ich bleibe dabei. Es ist machbar. Man muss es nur berücksichtigen, dass es echt Kapazität kostet. Man muss einmal grob, ist jetzt nur ein ganz grobes Rechenbeispiel. Wir ziehen aus dem Wechselrichter 1000 Watt. Grob, ne? Es ist jetzt kein Hexenwerk. Gibt so eine Faustregel, bei 1200 Watt ziehen wir aus dem Akku in dem Moment ca. 100 Ampere. Ganz grobe Richtung. Wenn wir das dementsprechend multiplizieren, wir machen das trotzdem mal gleich ganz genau. Kleinen Moment. Hier können wir gleich mal grob schauen. Hoppala, es gibt einen Online-Rechner. Ist eine tolle Geschichte von der Firma Fraron. Und hier können wir mal zum Beispiel eine Leistung einstellen bei 12 Volt von 2000 Watt. Nehmen wir mal 1000 Watt, nur vom Rechnen her. Ne? 1000 Watt, wie ich gesagt habe, 100 Ampere. 100 Ampere dementsprechend aus dem Akku. Wenn wir uns jetzt vorstellen, 100 Ampere, wir kochen jetzt, ich weiß nicht wie lange, also ich bin kein guter Koch, aber wenn wir jetzt mal Kartoffeln kochen wollen, jetzt runde ich einfach mal auf, die kochen eine halbe Stunde auf ca. 1000 Watt Induktion, ziehen wir aus dem Akku 50 Amperestunden. Also halbe Stunde kochen mit 1000 Watt, 50 Amperestunden weg. Das Ganze multiplizieren wir, weil wir zwei Kochplatten haben. Wir machen auf der anderen Kochplatte noch eine Soße oder kochen, keine Ahnung, Reis oder braten nur irgendwas raus. Kocht vielleicht auch Viertelstunde, halbe Stunde. Sind wir ganz schnell bei einem Kochvorgang zwischen 60, 70 bis 90 Amperestunden weg. Wenn wir jetzt nur 200 zur Verfügung haben, heißt es 50% Akku weg. Also in der Autarkie gibt mir das dann nicht mehr viel. Also ich brauche dann schon ein bisschen Kapazität, damit man das gewährleisten kann. Wie jetzt in dem Fall haben wir über 450. Das heißt, wenn ich hier mal koche für 100 Amperestunden am Tag, habe ich immer noch 350 übrig. Jetzt habe ich nur ein bisschen Eigenbedarf und dann kommt aber von oben noch Sonne, drückt mir Solar ein bisschen rein und ich bleibe maximal zwei Tage stehen. Dann schmeiße ich mein Auto an, mein Booster gibt mir wieder den Rest, fahre genügend, dann funktioniert das ganze Spiel. Also da muss man schon ganz exakt rechnen, damit man wirklich ein gasfreies Auto bauen kann und natürlich die Kapazität dann auch vorhanden ist. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich denke, es war vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf. Wenn ihr ganz verrückt seid, schaut immer wieder mal vorbei. Über ein Like freue ich mich natürlich, genauso wie über ein Abo von euch. Und damit ihr nichts verpasst, einfach die Glocke drücken und dann werdet ihr auch immer erinnert, wenn es wieder was Neues gibt aus Dingisbühl. Ich sage ganz lieben Dank und alles Gute. Euer Micha. Ciao, ciao.